eure bisherigen Ideen alle auf einen Zettel geschrieben. Die sind nicht irgendwo in der Versenkung verschwunden, wie einige von euch schon befürchtet haben. Und ja, die werde ich natürlich alle berücksichtigen, da. Also mit berücksichtigen meine ich jetzt nicht, dass ich die alle LPen werde, ne? Das ist hoffentlich klar, ne? Das würde dann doch etwas zu viel Zeit kosten. Nee, ich werde eben dann aus der Liste das Spiel, das mir am besten gefällt, raussuchen. Und das werde ich dann let's playen. Oder ich komme noch selber auf irgendeine Idee, die mir am besten gefällt. Und dann werde ich natürlich das LPen. Also, das ist natürlich klar. Ja, also, neues Projekt. Aber eher gegen Ende Juli, weil mein Geburtstag auch eher gegen Mitte, Ende Juli ist. Und vorher sieht's da recht ebbemäßig in meiner Kasse aus. Also könnt ihr erst gegen Ende Juli, vielleicht sogar erst Anfang August mit einem neuen LP von mir rechnen. Gut, so viel eigentlich zu diesem Monatsbericht. Ja, wie gesagt, wenn euch ein besserer Name zum Monatsbericht einfällt, dann bitte her damit. Monatsreview, kann ich es ja eigentlich nicht nennen, oder? Weil der nächste Monat ist ja auch immer dabei. Naja, euch oder mir fällt da sicher noch was ein. So viel dazu. Ach ja, genau, was ich noch sagen wollte. Einer meiner Freunde, DomDom Digital Hero, ist in Begriff, ein Let's Player zu werden. Wenn er denn tatsächlich anfängt, und davon gehe ich aus, dann kommt er natürlich sofort in meine Partnerbox, beziehungsweise ich werde mir eine Partnerbox erstellen, weil bis jetzt ist das ja noch nicht wirklich eine Partnerbox, das sind einfach nur so Empfehlungen, was ihr euch mal anschauen könnt oder solltet oder müsst. Ich zwinge euch das anzuschauen. Nein, das sind eben wirklich interessante Leute hier, die kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Zocker TV, auch unbedingt mal anschauen, das sind so Spiele verarschen, von so Landwirtschaftssimulatoren, Pistenraupensimulator. Echt gut gemacht, wortgewandt der Junge, macht wirklich Spaß zuzuschauen, ich habe viel gelacht. Aber ich wollte eigentlich von DomDom reden, ne? Ja, er ist im Begriff, ein Let's Player zu werden und er wird vermutlich mit Mass Effect 1 anfangen. Hat man ja auch noch nicht so oft als Let's Play gesehen. Und der kommt dann in meine Partnerbox. Könnt ihr euch mal anschauen. Die ersten Videos von ihm kommen, sage ich jetzt einfach mal, am Wochenende hoch. Sage ich jetzt einfach mal. So ganz aus dem Blauen gegriffen. Könnt ihr euch mal anschauen. Wird bestimmt lustig, gut, schön, interessant. Gut, aber dazu jetzt genug. Monatsbericht Juni-Juli ist hiermit abgeschlossen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was ich noch vorhab, was ich gemacht habe, wenn ihr mich frisch abonniert habt und keinen Plan habt, was macht der Junge hier eigentlich. Und das soll es von mir mal wieder gewesen sein. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Monat und ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Splinter Cell hochladen und wünsche euch viel Spaß damit. Mein Name ist Jesu, ihr seid meine Zuschauer, hoffe ich. Und haut rein. Ciao.